Hat mir eigentlich jetzt gehofft, dass er mich wegklatscht. Stunt! Wie der ist rüber geflogen. Bloß leider in falsche Richtung gefahren. Das regt mich voll auf, Alter. Zack. Oh, Kante. Beim ersten Mal war es besser. Jups. Also ich habe jetzt nicht mitgerechnet, es sollten ca. $100 bis jetzt sein. Oh, hier ist es aus. 23. So. Gas! Oh, sollte vielleicht nicht so viel lenken, dann gibt auch besser Gas. Ich fahre mit meinem Roller. Mein Roller ist so schnell. Ich krieg kein Wheelie hin. Abbremsen. Warte, nochmal abbremsen. Und jetzt. Ja. Why? Habt ihr das gemessen? Da war mindestens 10 Sekunden. Mindestens. Hust, hust. Jo. Es ist doch schön, Urlaub zu haben. Also, ich habe jetzt gerade Urlaub. Endlich mal wieder Zeit, ein Video aufzunehmen. Oh, das wird eng. Juhu, hochgebackt irgendwie. Keine Ahnung, was das war. Oh, das war der letzte. Auf zum Pizzaladen. Ja! Ich habe es geschafft. Ich habe ca. $120 gemacht. Naja, vielleicht 150. Ich runde jetzt einfach mal ganz stark auf. Also ihr habt gesehen, ich bin jetzt mindestens 15 bis 20 Minuten gefahren. Circa. Ich habe nicht gemessen. Aber mein Gefühl sagt es so. Ich habe $120 verdient. Beim Müllfahrer hätte ich mindestens eine Tour geschafft und 1600 gekriegt. Also also Geldbeschaffung. 1 von 5 Sternen. Macht's vielleicht mal, ist abwechslungsreich, wenn man richtig Langeweile hat und irgendwie Zeit pushen will, zum Beispiel seine Liederzeit oder was ich was, oder was man Bitzeit, Hauszeit pushen will. Aber zum Geld machen, no go, Alter. Aber hier haben wir noch den anderen Teil ausprobiert, da kann man den Preis ja variieren, aber 37 Leute. Da werde ich bloß blöd rumstehen oder blöd rumfahren. Eventuell noch gekickt werden wegen Job Car Abuse. Aber was soll's? Da ist ein Checkpoint. Way! Oh, jetzt steht. Oh ne, doch 200. Ich entschuldige mich. So, hier hast du $196 für die Tour. Du kriegst es an auf deinem Paycheck. Es wird noch verzinst, die schöne Geld. Das freut mich richtig. $196 noch Zinsen abziehen, Zinsen sei schon Steuern abziehen. Ach, kann ich gleich dem Staat schenken.
Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Beim nächsten Mal werden wir dann mit den Blister Compacts fahren. Ich sage hier tschüss. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge eh wieder woanders stehen. Ist ja klar. Ich verabschiede mich erstmal und sag bis zum nächsten Mal.